Tablette genommen, der Rest ist ja noch in der Röhre. Rund 5000 Kinder kommen mit Missbildungen zur Welt. Man hätte Schlimmeres verhindern müssen, als man sah, zu was dies führte. Als die ersten Missbildungsfälle auftauchten. Das Schlafmittel Contergan steht im Verdacht, die Ursache zu sein. Der Hersteller wiegelt ab. Das Präparat ist toxikologisch gesehen ungiftig. Ich bin der festen Überzeugung, dass es spätestens ab Frühjahr, Frühsommer 1960 Vorsatz war. Am Ende steht ein Mammutprozess. Ein Gefühl von Gerechtigkeit hinterlässt er nicht. Die Arme lassen sich nicht verlängern. Welchen Schadensersatz soll man dafür zahlen? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Das ist eine böswillige Irreführung. Sie haben getäuscht, Sie haben betrogen, Sie haben gelogen. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt Deutschland das Wirtschaftswunder. In den 50ern. Es geht aufwärts. Das Land boomt und entwickelt sich. Nach Jahren des Kriegs wollen sich die Menschen amüsieren. Es ist auch eine Zeit des Aufschwungs und der Modernität. Gleichzeitig haben wir dann aber natürlich auch noch so sehr traditionelle Elemente nebenher. Und das charakterisiert diese Zeit eigentlich sehr schön. In den Köpfen vieler Deutscher ist der Krieg noch nicht verarbeitet. Schlaflosigkeit ist ein Phänomen der Zeit. Das Ganze geht natürlich auch Hand in Hand mit Stress, mit posttraumatischen Belastungsstörungen aus dem Krieg, die natürlich damals verleugnet wurden. Es ist alles möglich, es ist alles machbar, wir sind wieder wer. Schlaf- und Beruhigungsmittel finden reißenden Absatz. Tablettenschlucken wird zum Lifestyle. 1957 kommt ein neues Produkt auf den Markt. Es verspricht Ruhe ohne Reue, Contergan. Dieses Medikament Contergan war eigentlich genau das, wonach alle gesucht hatten. Also es versprach eigentlich genau all diese Ängste aufzulösen und genau die Beschwerden dann auch heilen zu können. Auch die zerstörten Industrien florieren wieder, wie die Pharmabranche. So wenig staatliche Kontrolle wie möglich ist die Devise. Ein Arzneimittelgesetz gibt es nicht. Man vertraut auf die Selbstkontrolle des Marktes. Deutschland war ja vor der Hitlerzeit, also vor dem Naziregime, von der pharmazeutischen Industrie her gesehen, sehr entwickeltes Land. Bekannt eben auch als sozusagen Apotheke der Welt. Und diese starke Stellung wollte man im Prinzip natürlich in den 50er Jahren wiedererlangen. Die Werbung verspricht, das Wundermittel hilft gegen Schlaflosigkeit, innere Unruhe und sogar Kontaktschwäche. Auch Schwangerschaftsübelkeit soll es beheben. Dabei sei Contergan völlig ungiftig, harmlos wie Zuckerplätzchen. Meine Mutter hat es zum Beispiel auf Empfehlung von einem Arzt bekommen, ja. Das war bei vielen so. Andere haben sich es einfach so besorgt. Man konnte es ja wie Pfefferminzbonbons in der Apotheke kaufen. Contergan wird zum beliebtesten Schlafmittel der Deutschen. Zwischen 1957 und 61 werden 310 Millionen Tagesportionen verkauft. Auch im Ausland ist das Mittel ein Renner. In mehr als 40 Ländern wird es in Lizenz vertrieben. Die ganze Bundesrepublik oder halb Europa war im Contergan-Rausch. Das Präparat lag quasi in jeder Schublade, in irgendeinem Haushalt. Die Verkaufszahlen schießen durch die Decke. Auch deshalb, weil Contergan frei verkäuflich ist. In jeder Apotheke für jedermann zu haben. Rezeptfrei. Kurz zuvor war der Suizid von Marilyn Monroe durch die Presse gegangen. Seitdem sind herkömmliche Schlafmittel rezeptpflichtig. Eine sehr wichtige Überlegung war, dass vorher bereits Barbiturate bekannt waren, die waren schon seit Jahrzehnten bekannt, die aber entscheidende Nebenwirkungen hatten, bis hin zu der Möglichkeit, also dass Leute Selbstmord betrieben mit diesen Medikamenten. Wer steckt hinter der Erfolgsgeschichte? Chemie Grünenthal wurde 1946 gegründet. Der Firma gelang mit eigenen Penicillinstämmen die Produktion von Antibiotika. Zu dieser Zeit war ganz wichtig, dass Antibiotika neu waren. Die gab es während des Krieges in Deutschland nicht. Und die Chemie Grünenthal war eine der ersten Firmen, die eben die Antibiotikaproduktion aufgreifen konnte. 1954 dann ein weiterer Coup. Der Forschungsabteilung unter Heinrich Mückter gelingt die Herstellung von Thalidomid, dem Wirkstoff von Contergan. Mückter ist ein Mann mit finsterer Vorgeschichte. Herr Mückter war ja Mitglied der NSDAP und auch der SA und er war auch
Arzt in Krakau in einem KZ und soll auch an Menschenversuchen beteiligt gewesen sein, dass es damals auch einen Strafbefehl gegen ihn gegeben hat und er dann aber nach Westdeutschland geflohen ist und sich dem dann entzogen hat. Die letzten Kriegsjahre verbrachte Mückte in Krakau als stellvertretender Leiter des Instituts für Fleckfieberforschung. Dort wird an einem Impfstoff gearbeitet. Zwangsarbeitern werden infizierte Läuse zur Fütterung ans Bein gesetzt. Eine schmerzhafte und manchmal tödliche Prozedur. Der fertige Impfstoff wird an KZ-Insassen getestet. Der Erfolg von Mückters neuem Medikament Contergan bleibt nicht ungetrübt. Im Herbst 1959 berichtet ein Arzt von Nervenschäden bei Patienten, die Contergan über einen längeren Zeitraum genommen hatten. Auf einem Kongress macht er seine Beobachtung öffentlich. Bevor der Ruf des Medikamentes leidet, zahlt Grünenthal Betroffenen bis zu 20.000 Mark Schweigegeld. Grünenthal ist damals mit Geldkoffern rumgezogen und hat die Leute sozusagen mundtot gemacht. Das, spätestens da, hätte doch irgendwo die Erkenntnis aufkeimen müssen, dass was mit den Medikamenten nicht in Ordnung ist. Die Nachricht über die Nervenschäden verbreitet sich. Grünenthal muss reagieren. Das Wort ungiftig wird vom Beipackzettel gestrichen. Im April 61, 4 Jahre nach Markteinführung, beantragt die Firma die Rezeptpflicht. Dadurch, dass man die Initiative im Hinblick auf die Rezeptpflicht ergriff, versuchte man natürlich den kommerziellen Erfolg, wenn auch begrenzt, wenn auch unter Inkaufnahme des Endes des Freiverkaufs, weiterhin zu betreiben. Es kommt noch schlimmer. Seit 1959 stellen Ärzte eine Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen fest. Verkürzte Arme und Beine, verschlossene Gehörgänge, verwachsene Speiseröhren und Herzfehler. Viele Kinder sterben direkt nach der Geburt. Über die Ursachen wird wild spekuliert. Vielleicht hat ein Mann Bier getrunken und hat hinterher Liebe gemacht mit seiner Frau und sie hat ihn, ist irgendeine denkbare Möglichkeit, hat gesagt, ich habe dir immer gesagt, Bier, Alkohol ist schlecht und so weiter und jetzt haben wir das Kind und haben das Kind geschädigt. Oder sind die Missbildungen die Schattenseite der modernen Zeiten? Ende der 50er rüstet sich die Republik für den Kalten Krieg. Neue Waffensysteme werden getestet. Es waren die unterschiedlichsten Spekulationen da. Es wurde also vermutet, dass das mit Atomversuchen zu tun hätte. Es wurde spekuliert, ob es Strahlen vom Fernsehen wären und ähnliche Dinge. Nach einer normal verlaufenden Schwangerschaft bringt im April 61 Linde Schulte-Hillen in Hamburg ihr erstes Kind zur Welt. Wie Jan geboren wurde, war keiner da. Nicht Mutter, nicht Vater, nicht der Mann. Da war ich richtig alleine. Und dann sagt irgendjemand, wie ich so die mit geschlossenen Augen ganz erschöpft da liege, sagt jemand ganz leise an meinem Ohr, ist ihr Mann nicht gesund? Und dann war ich natürlich gleich ganz aufgeschreckt, so als ob alle Scheinwerfer auf einmal auf mich gerichtet wären. So, ich sag, was hat das Kind? Ja, das hat ganz kleine Arme. Und ich hab wie ein Kind gefragt. Und wachsen die denn nicht noch? Denn sowas wächst doch nicht mehr. Meine Welt ist einfach zusammengefallen, nicht? Und 1000 Gedanken sind mir durch den Kopf geschossen. Ich habe immer nur in eine Ecke in diesem OP gestiert. In diese Ecke, in dieser Ecke habe ich mich irgendwie festgehalten mit den Augen und habe so überlegt, wie kann ein Mensch überhaupt Mensch sein? Was kann aus ihm werden? Wie kann er glücklich sein? Kann er alleine zurechtkommen? Wie sieht sowas überhaupt aus? Ich hatte ja nichts gesehen. Es hat mir jemand hier das Kind hingelegt, wie man das so macht, und hat gesagt, nun gucken Sie es doch mal an. Es ist so ein süßes Kind und es kann doch nichts dazu. Ich höre diese Stimme immer noch. Ja, und dann ist er weggetragen worden. Ne? Ich habe es nicht anschauen können. Der jungen Mutter gibt man den Rat. Wissen Sie was? Sie kriegen schon noch andere Kinder. So ungefähr vergessen Sie dieses. Machen Sie sich ein neues. Mit dem Ausdruck. Machen Sie sich ein neues. Der Vater des kleinen Jan will das nicht akzeptieren. Karl Hermann Schulte-Hillen ist angehender Anwalt. Er glaubt nicht an Zufälle. Vor allem dann nicht, als er von weiteren Missbildungsfällen in seinem Bekanntenkreis erfährt.
am 25. April 1961 wurde mein Sohn mit schweren Fehlbildungen an den Armen geboren. Und im März hatte meine Schwester eine Tochter bekommen mit fast identischen Schäden. Und zudem hörte ich, dass in Menden ein Schulkamerad von mir, das heißt dessen Frau, auch ein Kind bekommen hatte mit ähnlichen Schäden. Und das war für mich doch so überraschend, diese gleichartigen Schäden, dass ich damals mir gedacht habe, also irgendeine äußere Ursache muss hier mitgewirkt haben. Weitere Vergleichsfälle sind schwer zu finden. Nach den Gräuel des Dritten Reiches wurde die Meldepflicht für Neugeborene mit Behinderung abgeschafft. Es hat in Deutschland keine Meldepflicht gegeben, weil natürlich während der Nazi-Diktatur durch diese Meldepflicht oder diese Meldepflicht dazu genutzt wurde, um Menschen mit Behinderung zu identifizieren und gegebenenfalls auch zu töten. Die Fälle missgebildeter Neugeborener häufen sich. Deutschlandweit sind es am Ende rund 5000. Noch weiß Schulte-Hill nichts von diesen Dimensionen. Nur durch mühsames Durchfragen kommen seine Recherchen voran. Und das hat mein Vater natürlich mitbekommen und ist dann irgendwann systematisch über die Dörfer gefahren und hat in den Kneipen abends gefragt, ob es Kinder mit kurzen Armen oder kurzen Beinen gäbe. Und dann hieß es immer, nein, nicht bei uns. Und dann hat er ein Bild von mir gezückt und hat gesagt, da gibt es nichts bei. Mein Kind sieht so aus, mein Kind hat sowas, ich suche andere. Und dann hieß es halt, ja, da am Ende der Straße, da sollten sie vielleicht doch einmal vorbeifahren. Und dann ist er doch einmal da vorbeigefahren und dann waren das Kinder, die irgendwo im Dunkeln am Ende des Ganges irgendwo vor sich hin vegetierten. Im Humangenetiker Wido Kind Lenz findet Schulte-Hillen einen Verbündeten. Zusammen sprechen sie mit Eltern betroffener Kinder. Was nur haben diese Fälle gemeinsam? Das Schlafmittel Contergan gerät in den Fokus. Viele der Befragten erinnern sich nicht mal mehr, es genommen zu haben. Ja, also das haben wir nie im Haus gehabt, das kenne ich gar nicht, das Mittel oder so. Darf ich mal in Ihren Küchenschrank gucken oder mal im Badezimmer und haben Sie einen Arzneimittelschrank und haben so ein bisschen kriminalistisch geforscht und haben doch tatsächlich in allen Haushalten das Zeug gefunden. Ein Zusammenhang zwischen Contergan und den Missbildungen wird immer deutlicher. Die Grafik zeigt zunächst den Contergan-Verbrauch in Kilogramm von 1959 bis 1961. Die zweite Kurve zeigt das Auftreten der typischen Missbildungen genau um 8 Monate verschoben an 1963 untersuchten Fällen. Besonders heikel ist die Einnahme von Contergan in der frühen Schwangerschaft. Der Wirkstoff Thalidomid hemmt die Entwicklung des Embryos. Die kritischste Phase ist der zweite Schwangerschaftsmonat. Wird Contergan in dieser Zeit genommen, stoppt es das Wachstum von Armen und Beinen. Sie bleiben verkürzt. Eine einzige Tablette reicht, um diese Schädigungen zu verursachen. Wenn das nicht so ein derartiger Smash-Hit gewesen wäre, dieses Medikament, dann wären diese Kinder mit den Schäden vermutlich in einem statistischen Hintergrundrauschen untergegangen. Das hätte kein Mensch rausgefunden. Genetiker Lenz kann seinen Verdacht nicht länger verschweigen. Er kontaktiert Grünenthal. So dass ich die Firma angerufen hatte, weil ich meinte, die Konsequenzen sind so, dass man jetzt praktisch etwas tun muss. Also sind abgeschmettert worden im Grunde. Also man wollte über dieses Thema offenbar gar nicht diskutieren. Vor der Zulassung wurde Contergan zwar einigen Prüfverfahren unterzogen, auch im Tierversuch wurde es getestet. Doch wie umfangreich geprüft wird, liegt allein in der Hand des Herstellers. Ich glaube, es sind verschiedene Fehler gemacht worden. Das Mittel ist nicht an trächtigen Tieren ausprobiert worden. Das Mittel ist nicht langdauernd am Menschen ausprobiert worden, wobei darauf geachtet wurde, ob Nebenerscheinungen auftreten. Als das Mittel auf den Markt gebracht worden ist, wurde es als vollkommen harmlos erklärt. Auch in der DDR wird über die Markteinführung von Contergan diskutiert. Man spricht sich dagegen aus. Ende der 50er sind die Sektorengrenzen in Berlin noch frei passierbar. Nur weil es das Mittel in der DDR nicht gibt, heißt das nicht, dass Ostbürger es sich nicht besorgen können. In Berlin konnte man einfach mit der S-Bahn nach West-Berlin fahren und dort in einer Apotheke, das für wenig Geld, etwas mehr als 3 D-Mark kostete damals eine Packung, kaufen. Das Arzneimittelwesen der DDR ist staatlich gelenkt. Nur was zur Volksversorgung unverzichtbar ist, geht in Produktion. Das Politbüro letztlich entschied darüber, wie viele Tabletten vom Wirkstoff X hergestellt wurden. Insofern war die ganze Arzneimittelversorgung in der DDR doch etwas anders. Es gab auch keine Werbung für Medikamente. Auch als die Mauer steht, findet das Medikament seinen Weg in die DDR. Per Westpaket. Eine ernste Frage für uns alle. Die Pakete werden sorgfältig kontrolliert. Das kam von drüben. Der Paketkontrolle ist zu danken, dass es die Empfänger nicht erreichte. Auch Contergan wird aus Paketen gefischt, oft findig verpackt im Bonbonpapier.
Genaue Zahlen über die Kontergan-Fälle in der DDR gibt es nicht. Geschätzt sind es zwischen 8 und 10. Die betroffenen Frauen hatten einen schlechten Stand. Das war eigentlich aber nicht legal, wenn eine Schwangere das nahm. Insofern standen gerade diese Mütter in der DDR in einer ganz schlechten Position, sind ja auch bis zum Ende der DDR nicht irgendwie entschädigt worden oder haben keine Rentenzahlungen bekommen. In der Bundesrepublik kämpfen Genetiker Lenz und Anwalt Schulte-Hillen noch immer um Gehör für ihren schlimmen Verdacht. Da Grünenthal sich nicht rührt, wenden sie sich an die Politik, alarmieren das Innenministerium in Düsseldorf. Dort war also ein langes, stundenlanges Gespräch über die Frage, muss das Mittel zurückgezogen werden, über die Frage, ist es wahrscheinlich oder mehr oder weniger gesichert, dass ein Zusammenhang besteht, oder genügt es etwa, das Mittel weiter zu verkaufen, was in dem Augenblick der Vorschlag der Firma war, mit einem Aufdruck nicht in der Schwangerschaft zu nehmen. Als auch die Politik nicht eingreift, wendet sich Lenz an die Öffentlichkeit. Am 26. November 1961 erscheint in der Welt am Sonntag ein Artikel, der die Befürchtungen des Arztes öffentlich macht. Tags darauf nimmt Grünenthal Kontergan aus dem Handel. Da konnte es Grünenthal nicht mehr unter der Decke halten, ja. Es war eine der meistgelesenen Zeitungen in der Bundesrepublik. Und da hatten sie keine Möglichkeit mehr, gegen vorzugehen. Die Vorwürfe waren zu eklatant. Der öffentliche Druck wächst weiter. Auch andere Medien berichten von den Missbildungen. Bislang wurde über Kontergan unter Fachleuten diskutiert. Jetzt weiß jeder Zeitungsleser, was vor sich geht im Land. Die Medien haben in ihrer sehr nahen Berichterstattung über die Kinder, die geschädigt worden sind, den notwendigen emotionalen Druck in Deutschland aufgebaut, um eine Empörung zu erzeugen. Der Rummel um Kontergan bleibt auch der DDR-Führung nicht verborgen. Die Abteilung Agitation der Staatssicherheit sammelt sämtliche Westpresse zum Thema. Also das war natürlich für die DDR ein gefundenes Fressen sozusagen, weil die Kontergan-Schäden ein Beispiel dafür waren, dass der kapitalistische Klassenfeind im Westen ja seine Bevölkerung gar nicht schützen konnte, sondern vielmehr ihre Gesundheit gefährdete. Die Presseorgane der DDR springen auf den Zug auf und machen Stimmung gegen die Gefahr aus dem Westen. Dass also private Konzerne skrupellos Medikamente auf den Markt werfen, die dann den Menschen furchtbaren Schaden zufügen. Und das passte natürlich alles in die Ideologie, dass der Kapitalismus eigentlich die Ausgeburt des Teufels ist. Nach der großen Medienkampagne ist nun auch die Bundespolitik gefragt. Nur ein Gesundheitsministerium gibt es nicht. Erst in der vierten Amtszeit Adenauer wird es geschaffen. Das Ressort bekommt eine Frau. Elisabeth Schwarzhaupt, die erste Ministerin im Kabinett. Doch bis ihr Bereich effizient arbeiten kann, vergeht viel Zeit. Die Eltern sind alleine gelassen worden. Und last but not least, wir natürlich auch. Sie dürfen dabei nicht vergessen, es hat Tausende von Todesfällen gegeben. Es stand in jeder Zeitung. Es war auch bekannt, in welche Notlagen die Familien gekommen sind. Und da hat sich eigentlich niemand drum gekümmert. Jahre später bedauert die Ministerin das Versagen der Politik im Fall Kontergan. Ich muss überhaupt sagen, dass zu meinen ersten, also mich sehr bewegenden Fragen, ja, dies gehörte, was mit dem ganzen Kontergan-Problem zusammenhängt. Und es ist schrecklich, dass so etwas in unserem Land vorkommen konnte. Die Politik ist damals damit umgegangen, wie man oft damit umgeht, erstmal nicht richtig zur Kenntnis nehmen, dann, wenn es kommt, betroffen sein, aber keine Antwort finden, dann abwarten, was die Gerichte sagen. So, also, dass man sofort kapiert hätte, was hier war, das war nicht der Fall. Auf öffentlichen Druck hin verschärft das Gesundheitsministerium das 1961 erlassene Arzneimittelgesetz. Bislang musste ein neues Medikament der Gesundheitsbehörde nur gemeldet werden. Ab 1964 müssen Hersteller versichern, nach Stand wissenschaftlicher Erkenntnis geprüft zu haben. Neue Medikamente stehen automatisch unter Rezeptpflicht. Erst 1995 werden auf EU-Ebene strenge Richtlinien zur Arzneimittelprüfung eingeführt. Das ist eine Vermischung aus Gesetzeslücken, Gutgläubigkeit gegenüber Grünenthal, Ignoranz, Bequemlichkeit und der Scheu, mit einem aufstrebenden Industrieunternehmen aneinander zu geraten.
Schon im August 1960 sollte Contergan auch in den USA eingeführt werden. Doch die Auflagen für neue Arzneimittel sind wesentlich höher als in Deutschland. Man kennt die Risiken. 1937 forderte ein verunreinigtes Erkältungsmittel mehr als 100 Tote, die meisten davon Kinder. Seitdem gilt eine rigide Arzneimittelrichtlinie. Also der Ausdruck Arzneimittelsicherheit im Deutschen kommt aus dem Englischen Drug Safety. Und die Idee Drug Safety war natürlich in den USA viel stärker vertreten in den 50er Jahren als in Deutschland. Vor allem eine Mitarbeiterin der Prüfbehörde schaut beim Zulassungsantrag für Contergan ganz genau hin, Frances Kelsey. Ihr reichen die Tests, die die Unbedenklichkeit des Mittels belegen sollen, nicht aus. Dadurch, dass sie sich persönlich querstellte und auch auf Druck der Firmen, also die tatsächlich in Amerika versuchten, auch durch ihren Vorgesetzten Druck auf sie auszuüben, ist es tatsächlich ihr Verdienst, diesen Prozess aufgehalten zu haben. Und eben bis zum November 1961 das Medikament durch ihre Haltung also nicht zuzulassen. Dank Kelseys Engagements bleibt Amerika verschont. Für ihren Einsatz wird sie von Präsident Kennedy ausgezeichnet. Sie ist vor allem auch in der deutschen Öffentlichkeit gefeiert worden. Und dann natürlich die Frage, warum konnte die USA das verhindern und warum ist es in der Bundesrepublik zugelassen worden? Dennoch haben die USA einen prominenten Contergan-Fall. Die Fernsehansagerin Sherry Finkbein bekam von ihrem Mann Contergan aus Europa mitgebracht. Sie ist überzeugt, ihr Kind wird behindert zur Welt kommen und bemüht sich um eine Abtreibung. Doch keine amerikanische Klinik erklärt sich bereit. Sie reist nach Schweden. Hier findet sie einen Arzt, der den Schwangerschaftsabbruch zusagt. Sie hatte ja schon 4 Kinder. Und dass sie immer wieder damit argumentiert hat, dass sie ihrer Familie und sich selber das nicht zumuten könnte, mit einem behinderten Kind zu leben. Und dass das eigentlich auch noch mal sehr gut widerspiegelt, wie die Wahrnehmung von Behinderung war. Dass es so eine Last, ein Schicksal ist, dem sie sich dann infolge der Abtreibung entziehen wollte. Im Herbst 62 schlägt ein weiterer Fall Wellen. In Lüttich steht Suzanne van de Put vor Gericht. Sie und ihr Mann hatten mit Hilfe eines Arztes ihr durch Contergan stark geschädigtes Neugeborenes getötet. Heftig brandet die öffentliche Diskussion darum, ob man sie als Mörderin verurteilen muss. Ein Geschworenengericht spricht van de Put schließlich frei. Aber das löste auch kontroverse Debatten, vor allem auch in Deutschland, aus, weil es da natürlich auch um die Frage ging, ist das überhaupt legitim? Darf ich jetzt ein Contergan-geschädigtes Kind töten? Und natürlich war die Antwort gerade auf Hintergrund der Euthanasieverbrechen, nein, das darf nicht passieren. Der Umgang mit Behinderung ist im Deutschland der 60er nicht selbstverständlich. Von Kriegsversehrten abgesehen, ist man den Anblick behinderter Menschen nicht gewöhnt. Die Mütter mussten teilweise, wenn sie mit dem Kinderwagen durch die Stadt oder durchs Dorf fuhren, einen wahren Spießrutenlauf machen. Ja. Es gibt da Geschichten, dass also Leute den Müttern dann die Decke vom Kinderwagen gerissen haben, um sich die Schädigungen anzugucken. Es hat enormes Leid über die Familien gebracht. Nicht nur wirtschaftliche Probleme, sondern auch menschlich enormes Leid. Die Integration der Contergan-Kinder ist eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft. Diese Kinder müssen auf ein möglichst normales Leben vorbereitet werden. Genauso aber muss auch die Umgebung auf die Existenz dieser Kinder vorbereitet werden. Wird das gelingen? Ja, die Voraussetzungen dazu sind gegeben. Die meisten Kinder sind geistig normal begabt. Und dann können wir sie auch körperlich fördern. Sie haben ja gesehen, wie die Kinder sich hier herumtummeln, im Wasser, frei und ungezwungen. Jetzt unser Problem ist nur, wie erziehen wir die Erwachsenen, dass nicht die Erwachsenen den Kindern die Komplexe geben. Doch immer wieder sind betroffene Eltern überfordert und geben ihr Kind sogar in Heime ab, wie Bethel. Es hat die Fälle gegeben, dass die Kinder sofort in Heime gegeben worden sind. Es gibt die Beschreibungen, dass den Eltern angeboten worden ist, in den Kliniken die Kinder sterben zu lassen. Dabei entwickeln sich die meisten Kinder besser als befürchtet, wachsen ganz selbstverständlich zwischen ihren Geschwistern auf. Es hat Eltern gegeben, die Kinder tatsächlich auf Anraten ihrer Eltern nach Bethel oder irgendwo hingegeben haben. Aber diese Eltern, die bei uns gewesen sind, nachdem sie Jan gesehen haben und haben gesehen, wie er
mit dem kleinen Bruder, den es da schon gab, gespielt hat, wie die sich auf der Erde gerollt haben, was die für einen Spaß hatten. Die haben sich verabschiedet und haben gesagt, wir fahren jetzt nicht nach Hause. Wir fahren jetzt, ich glaube, es war Bethel. Wir fahren nach Bethel und holen unser Kind ab. Wir diskutieren es jetzt gar nicht mehr. Wir haben verstanden. Jan Schulte-Hillen wächst mit seinen beiden kleineren Geschwistern auf. Dass er irgendwie anders ist als Bruder und Schwester, fällt ihm lange gar nicht auf. Ja, ich habe mir meine Arme nicht angeguckt. Das ist auch eine Sache gewesen. Na ja, gut, das eine war ein Junge, das andere war ein Mädchen. Der eine hatte kurze Arme, der andere hatte lange Arme. Der eine war blond, die Tochter hatte braune Augen, mein Bruder und ich haben grüne Augen. Welches Kind achtet da schon drauf? Wir haben Cowboy gespielt und ich konnte die Pistole nicht in die Tasche stecken, so wie die anderen. Und wusste nicht, wohin damit. Und habe meine Mutter gefragt und hat sie gesagt, ja, Junge, es liegt daran, dass du kurze Arme hast. Mit der Zeit wird Jan größer. Es stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Welche Möglichkeiten hat er? Der Wind des Lebens ist scharf, ist kalt. Und je eher man sich daran gewöhnt, ist es desto besser. Kein extra Kindergarten, alles stinkt normal. Keine extra Würste. Jan geht seinen Weg, macht all das, was andere in seinem Alter auch machen. Absolviert erfolgreich ein Medizinstudium, immer motiviert durch seine Eltern. Du wirst es schon schaffen, es wird schon alles gehen. Der Herrgott hat große Dinge mit dir vor, hat irgendeinen Plan. Dann gab es natürlich Situationen, da habe ich mir runtergeschaut, habe die Hände angeguckt und habe gesagt, okay, was ist Plan B? Gemeinsam kämpft es sich besser als alleine. Deshalb gründen Schulte-Hillens die ersten Elternverbände kontergangeschädigter Kinder. Einmal ist es uns gelungen, sehr viele Eltern zusammenzuführen und Elternzusammenschlüsse auf örtlicher Ebene zu gründen, die sich insbesondere mit den Ärzten und den Behörden zusammengesetzt haben, um das Beste für die Kinder herauszuholen. Denn die Krankenkassen zahlen nichts, warten ab, ob Verursacher Grünenthal nicht noch in Haftung genommen wird. Wer hätte den Kindern geholfen? Wer hätte für Geld gesorgt? Das ist ja doch eine ganz brennende Frage. Und Grünenthal selber hat sich nicht gerührt. Grünenthal hat sich nicht bewegt. Kliniken entwickeln erste Prototypen von Prothesen, die den Kindern das Leben erleichtern sollen. Bislang kannte die Medizintechnik nur Prothesen für Kriegsversehrte und Unfallopfer. Alltagstaugliche Hilfen für Kinder gibt es nicht. Anpassung und Übung mit den sperrigen Geräten sind mühsam. Ihr Nutzen eher zweifelhaft. Ich weiß manchmal nicht, ob das wirklich Überlegungen geschuldet waren, deren Ziel eine funktionelle Verbesserung da war, dass die Kinder besser greifen konnten. Denn greifen konnten die mit zwei kleinen Fingerchen an der Schulter, kann man hervorragend greifen, mit wenig Kraft halt. Ich denke mir, die Überlegung war vor allen Dingen, den Kindern ein in Anführungsstrichen normales Äußeres zu verpassen. Von den körperlichen Einschränkungen abgesehen, sind die Kinder geistig normal entwickelt. Lange wird diskutiert, können sie die Regelschulen besuchen? Wie kommen sie dort zurecht? Und was brauchen Sie, um möglichst eigenständig klarzukommen? Die Taschen waren schwer, aber wir haben eben den zweiten Satz Schulbücher gekauft. Und die Kinder haben alle, hier im Siegerland jedenfalls, die haben alle vom Elternverband einen Spezialtisch gekriegt. Und man konnte ihn eben auch ganz niedrig machen für die Kinder, die mit den Füßen geschrieben haben. Fast 5000 Fälle von Kindern mit den schwersten Missbildungen. Totgeburten und Säuglinge, die kurz nach der Geburt verstarben. Das liefert Stoff für die Staatsanwaltschaft, nach den Verantwortlichen für diese Katastrophe zu suchen. Im Mai 1968 ist es soweit. Nach 6 Jahren erhebt die Staatsanwaltschaft Aachen Anklage gegen die Firma Chemie Grünenthal. Nach all diesen Ermittlungen und nach gründlichen Abwägungen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die beschuldigten Kaufleute, Mediziner und Chemiker ihrer Sorgfaltspflicht nicht Genüge geleistet haben. Es handelt sich um einen Jahrhundertprozess oder um einen Monsterprozess. Und es wurde Vergleiche gezogen, zum Beispiel zu den Auschwitz-Prozessen in den 60er Jahren oder auch zu dem Eichmann-Prozess. Also daran kann man schon die Dimension erkennen für die Zeitgenossen. Viele betroffene Eltern sind angereist, zeigen den Journalisten Fotos ihrer Kinder. Nach Jahren des Kampfes um Geld und Anerkennung sind die Erwartungen an den Prozess immens. Die Eltern sind sicherlich mit der Hoffnung nach Alsdorf gekommen, vom ersten bis zum letzten Tag, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Ein Vertreter der Nebenklage ist Rechtsanwalt Karl-Hermann Schulte-Hillen. Er vertritt mehr als 200 Eltern im Prozess. Und ich kann nur sagen, dass ich glücklich darüber bin, dass diese Periode der Unsicherheit endlich beseitigt worden ist
und dass die Familien doch sich jetzt sehr stark wieder ihren Kindern zuwenden können, weil in dem Gedanken, dass vom Staat her eben jetzt alles daran gesetzt wird, um die Ursache zu ergründen. Auch die internationale Presse ist da. Das öffentliche Interesse am Prozess ist derart hoch, dass das Gericht umzieht in den Casinosaal der Gruppe Anna in Alsdorf. 9 Grünenthal-Verantwortliche werden angeklagt, wegen vorsätzlicher Körperverletzung sowie fahrlässiger Tötung. Es sollte natürlich auch endlich um die Frage gehen, ob die Firma fahrlässig gehandelt hat oder nicht und ob es diese medizinische Kausalität gibt zwischen dem Contergan und den Fehlbildungen. Weil auch wenn das in der Öffentlichkeit eigentlich schon immer vorweggenommen wurde, war es eine Frage, die von Ärzten sehr kontrovers diskutiert wurde. Und es gab auch durchaus Experten, die sich gegen diese Kausalität ausgesprochen haben. Der Prozess wird zur Schlacht der Gutachter. Von ihnen hängt ab, ob Grünenthal für die Missbildungen verantwortlich gemacht werden kann. Dann erst können die betroffenen Kinder mit Entschädigungszahlungen rechnen. Noch immer gibt es Zweifler, die den Zusammenhang von Contergan und den Missbildungen in Frage stellen. Herr Dozent Dr. Daubenspeck, Sie behandeln und betreuen hier in Ihrer Klinik eine ganze Anzahl sogenannter Contergan-Kinder. Sollte man überhaupt von Contergan-Kindern sprechen? Ich bin gegen diesen Begriff, weil es noch nicht schlüssig bewiesen ist, dass das Contergan die alleinige Ursache für diese Missbildungen ist. Grünenthal verteidigt bis zum Schluss die Haltung, zu jeder Zeit richtig gehandelt zu haben. Das Präparat ist ausreichend geprüft. Ich glaube, man kann sagen, dass die pharmazeutische Industrie schon immer alle erforderlichen und notwendigen Prüfungen, bevor sie ein Präparat ausgeboten hat, durchgeführt. Die Firma spielt auf Zeit. Permanent schwebt das Damoklesschwert der Verjährung über dem Prozess. Damit wären alle Ansprüche der Betroffenen erloschen. Und dann waren sicher auch die Anwälte der Firma Chemie Grünenthal sehr tätig und haben sicher sehr viele Eingaben gemacht, die also das ganze Verfahren ein bisschen in eine weniger schlimme Richtung drücken sollten. Denen war klar, dass sie eine Riesenkatastrophe angerichtet hatten. Und dann wollten sie natürlich möglichst gut da herauskommen. Noch während die Parteien vor Gericht streiten, arbeiten sie hinter verschlossenen Türen an einem Vergleich. Der Konzern zahlt den Opfern 100 Millionen Mark, die direkt in einen Fonds fließen. Aus dem Bundeshaushalt gehen später weitere 100 Millionen in die eigens gegründete Stiftung Hilfswerk für das behinderte Kind. Die Gelder werden aufgeteilt auf die 2700 registrierten Fälle. Sie erhalten eine einmalige Entschädigungszahlung und eine Rente von bis zu 523 Euro. Im Gegenzug verzichten sie auf alle weiteren Schadensersatzforderungen. Nach der Wiedervereinigung werden dann auch 8 Fälle aus der DDR zur Entschädigung anerkannt. Ich kenne die Geschichten, dass Mütter und Väter am Rande des Prozesses Nervenzusammenbrüche hatten. Ich kenne die Geschichte von meiner Mutter, dass man traf sich dann immer irgendwo auf einem Rastplatz vor Alsdorf an der Autobahn oder auf der Landstraße, das weiß ich jetzt nicht, dass also die Eltern da zusammengestanden haben und viele bitterlich geweint haben. Der Vergleich war für die Eltern damals alternativlos. Die Alternative wäre nämlich gewesen, den Prozess weiterzuführen. Ob es damals tatsächlich dann zu einem Urteil gekommen wäre und vor allen Dingen, ob eine höhere Summe gezahlt worden wäre, hätte aus damaliger Sicht völlig in den Stern gestanden. Am 18. Dezember 1970 wird das Verfahren eingestellt, wegen geringer Schuld der Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft stellt zwar strafrechtlich relevantes Fehlverhalten fest, doch dem einzelnen Angeklagten kann keine individuelle Schuld nachgewiesen werden. Es verteilte sich ein relativ geringes Verschulden auf mehrere Schultern. Das war das Unbefriedigende am Schluss. Angesichts der Katastrophe war die Entscheidung des Gerichts am Schluss erschien unangemessen. Nach Jahren des Kämpfens bleiben die Betroffenen enttäuscht zurück. Ist es charakteristisch für etwas, was schrecklich gelaufen ist? Und es müsste eigentlich Anstoß sein, darüber nachzudenken, wie man mit solchen Schadenersatzgeschichten umgeht, wie man mit den Hinterbliebenen umgeht. Und es wird auch immer wieder erklärt in Sonntagsreden, dass man lernt, aber es ist nicht so richtig zu spüren, dass der große Ruck kommt. Die Geschichte von Contergan geht weiter. Ein israelischer Wissenschaftler entdeckt, es hilft gegen Lepra. Auch im Kampf gegen Krebs wird es eingesetzt. Das ging auch sehr stark durch die Weltpresse natürlich, weil es sozusagen die böse Droge in eine gute Droge verwandelte zu dieser Zeit. Und die Erfolgsgeschichte ging weiter.
Vor allem in Brasilien kommt das Mittel zum Einsatz. Hier sind viele Patienten Analphabeten. Selbst gezeichnete Warnhinweise auf der Packung können nicht verhindern, dass auch Schwangere das Mittel in die Hände bekommen. Viele Frauen verstehen die Zeichnungen als Hinweis auf eine empfängnisverhütende Wirkung. Und so gibt es heute eine neue Generation von missgebildeten Kindern. Grünenthal existiert noch immer als Unternehmen in Stolberg. Die Betroffenen kämpfen bis heute für ein erträgliches Leben. Die in die Stiftung eingezahlte Summe ist längst aufgebraucht. Die Renten der Geschädigten begleicht die Staatskasse. Zwar wurden die Zahlungen 2009 erhöht, doch ausreichend sind sie noch immer nicht. Es ist bei vielen von uns mit tagtäglichen Schmerzen verbunden. Es ist immer noch bei vielen von uns mit Einschränkungen verbunden. Und es ist auch immer noch, weil wir nicht aus der Rolle des Bittstellers heraus sind, mit Verbitterung und Enttäuschungen verbunden. Doch dann ein Zeichen von Grünenthal. Die Firma stiftet ein Denkmal, das an den Skandal erinnern soll. Darüber hinaus bitten wir um Entschuldigung, dass wir fast 50 Jahre lang nicht den Weg zu Ihnen von Mensch zu Mensch gefunden haben. Stattdessen haben wir geschwiegen und das tut uns sehr leid. Die Entschuldigung des Grünenthal-Geschäftsführers ist für viele Betroffene nichts als Symbolpolitik. Ich habe keinen Kniefall erwartet, um Gottes Willen. Aber ich habe erwartet und ich bin eigentlich mit der Überzeugung, wir sind zu mehreren Mitbetroffenen zusammen dahin gefahren, ich bin eigentlich in der Hoffnung hingefahren, dass man unter ein Kapitel des Contergan-Skandals Schlussstrich ziehen könnte. Contergan hat viel Leid gebracht. Doch der Skandal darum sorgte auch für Bewegung im Land. Die Medien agieren als Aufklärer. Die Bürger entdecken den öffentlichen Raum als Ort der Empörung. Es musste vielleicht, so bitter das klingt, erst mal dieser Fall passieren, damit alle aufgewacht sind und damit wenigstens Schritte in die richtige Richtung getan wurden. Ob man ganz am Ende des Ziels schon angekommen ist, bis heute weiß ich nicht. Nach ihrem langen Kampf für Gerechtigkeit versuchen die betroffenen Familien, so gut es geht, ihren Frieden zu finden. Dieser Sohn ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Das ist das Größte, was mir je geschehen ist. Es hat mit Tragik angefangen. Ich bin ganz unten im Keller gewesen, aber es ist von einem Tag zum anderen immer besser geworden. Und es wird immer noch besser. Die einstigen Contergan-Kinder sind heute längst erwachsen. Solange sie leben, werden sie die Erinnerung wachhalten an das Versagen von Hersteller, Politik und Justiz.